Osama, der immer lächelnde El-Sein, steht hier neben mir. 27. November in der König-Pilsen-Arena. Sehen wir dich das nächste Mal in Aktion gegen Chris Crazy Kalb aus Salzburg, Österreich. Haben wir schon dreimal gesehen dieses Jahr, dreimal sehr erfolgreich gewesen. Osama, wie freust du dich auf das Match und wie bist du darauf eingestellt? Ich freue mich sehr auf den Kampf. Ich habe den Chris selbst gesehen in Aktion. Finde ich geil. Ist ein Mann, der nach vorne geht, will Krieg, kriegt er. Also ich finde es gut. Ich fand ihn gut und deshalb freue ich mich umso mehr, gegen ihn zu kämpfen. Er will Krieg und er kriegt den Krieg, sagst du. Er hat sich harte Schlachten geliefert, Hamid Gilic aus Köln. Das war ein langes Hin und Her, bis es da hat vorzeitig beenden können. Jetzt im vergangenen Match gegen Kemal Salih, ist gar nicht allzu lange her, war auch eine gute Schlacht. Auch da hat er es am Boden beenden können. Jetzt wissen wir natürlich, du bist der Schwarzgurt im BJJ. Am Boden das Ganze beenden dürfte bei dir schwierig sein. Auf der anderen Seite ist er jemand, der gut steht und gut schlägt, der im Stand sehr aktiv ist. Vielleicht willst du es verraten, vielleicht auch nicht, aber der Gameplan sollte vermutlich sein, das Ganze auf den Boden zu verlagern? Der Gameplan ist, ich habe 3x5 Minuten und in den 3x5 Minuten kann alles passieren. Oben, unten, für mich kein Problem. Ob er gut hin oder her, das ist MMA. Und darauf habe ich mich auch eingestellt. Und genauso über die volle Distanz zu gehen, wenn es denn sein muss. Über die volle Distanz zu gehen, wenn es denn sein muss, ist natürlich nicht das Ziel, gehe ich von aus. Du trittst für den Fight Club Gelsenkirchen an. Wir wissen, dass die Jungs gerne das Ganze vorzeitig beenden wollen. Wenn dem so sein sollte, wo siehst du deine Stärken? Wir wissen, dass du sehr, sehr, sehr viel auf Heelhooks gehst. Ich hoffe, ich verrate jetzt gerade nicht zu viel. Wir wissen, dass du sehr, sehr gerne die Beine angreifst. Siehst du da eine Chance? Hast du sein Game analysieren können? Hast du da ein paar Schwächen gesehen, die du vielleicht für dich ausnutzen möchtest? Also ich habe seine Kämpfe gesehen. Ich bin aber auch nicht so der Typ, der jetzt sagt, er hat da Schwächen. Weil im Kampf kann alles passieren. Genauso ich. Er kann ruhig wissen, was ich gut kann, was ich anscheinend nicht so gut kann. Aber spielt keine Rolle. Wenn wir im Käfig sind, sind wir zu zweit. Da habe ich keinen Gürtel umgelegt. Da hat er nicht die Hände aus Beton. Also kann alles passieren. Ich bin, wie gesagt, ich gehe da so open-minded rein. Open-minded hineingehen, alles kann passieren, sagst du hier. Osama El-Sein, wir haben dich dieses Jahr noch nicht in Aktion gesehen. Vergangenes Jahr ist das letzte Mal gewesen, soviel ich weiß. Woran hat es gelegen? Was war der Grund für deine Pause? Verletzungsbedingt musste ich eine kleine Pause einlegen, aber mir geht es wieder super. Ich freue mich auf den 27. Ich bin fit, ich bin in Vorbereitung und kann es kaum abwarten. Kann es kaum abwarten. 27. November, König Pilsener Arena in Oberhausen. Osama, always smiling El-Sein gegen Crazy Chris Kalb. Wir freuen uns, schaltet ein.